Als nächstes kommt Kino. Bitte. Hallo, ich danke euch allen herzlich dafür, dass ihr erschienen seid. Ich bin ein ehemaliger Deliveroo-Fahrer. Ich arbeitete bis zum 20. Januar für die Firma. Ich habe diese Betriebsratsgründung mit zahlreichen Kollegen. Wir haben super zusammengearbeitet. Auch an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön. Das hat super geklappt. Ich bin so stolz auf euch. Wir haben diesen Betriebsrat gegründet. Zumindest das, was von diesem Betriebsrat jetzt übrig ist. Auf dem Weg dorthin und auch als ich diese Arbeitsbedingungen gesehen habe, habe ich mich immer wieder gefragt, muss ich auch gestehen, als junger Mensch gerade reingekommen in die Arbeitswelt, frage mich manchmal, was ist eigentlich normal? Was ist ein einfaches, ja, ist heute auf der Arbeit einfach doof gelaufen, Gerede? Was ist berechtigte Kritik? Und was und wo finden Grenzüberschreitungen statt, die man so definitiv nicht hinnehmen muss? In Städten wie Hamburg hat Deliveroo das Büro weggespart. Es gibt niemanden mehr zum Ansprechen und nach Wochen kommt erst die Möglichkeit, per E-Mail einen Termin zu vereinbaren und selbst dann steht man wie hier meist vor verschlossener Tür. Egal, ob nur der Rucksack getauscht werden muss oder man mal wieder nachfragen möchte, wo der Lohn bleibt. Das ist nur ein Beispiel für eine solche Grenzüberschreitung. Darum und wegen zahlreichen weiteren haben wir uns heute vor dem Kölner Deliveroo Büro versammelt. Wir haben hier einen Termin und wollen die Verantwortlichen hier vor Ort fragen, wo bleiben die Löhne? Wer ist für die Fahrerinnen und Fahrer verantwortlich? Warum werden sie alleingelassen? Warum haben sie kein Recht auf Mitbestimmung? Und wo sind eigentlich die gesetzlich vorgeschriebenen Winterklamotten geblieben? Erst wurden sie ihnen zu, Zitat, sehr fairen Preisen zum Kauf versprochen und dann kam gar nichts mehr. Und weiß bei Deliveroo eigentlich die linke Hand, was die rechte tut? Mitte Dezember wurde den Fahrerinnen und Fahrern ein Handbuch zugeschickt, wohl auch um die Kommunikation zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgeber auf ein Minimum zu reduzieren. Schließlich kostet diese ja Geld. In diesem Handbuch steht wortwörtlich drin, we are expecting that you work at least 15 hours per week. Zu Deutsch, wir erwarten, dass du pro Woche mindestens 15 Stunden arbeitest. Wie passt das mit den Anrufen zusammen, die kurz vor Weihnachten einige Kolleginnen und Kollegen erreichten? Ihnen wurde gesagt, sie würden sich nicht an die vertraglich vereinbarten 23 Mindeststunden halten. Man würde ihnen nun die restlichen Schichten eintragen. Dass zu der Zeit die Möglichkeiten, Schichten abzugeben, bereits seit Wochen abgeschafft war, lässt dieses Vorhaben von Deliveroo von außen wie nichts Geringeres als Sklavenarbeit aussehen. Und ich kann euch sagen, es sah nicht nur so aus. Einigen Kollegen und Kollegen schuldet Deliveroo nach wie vor hohe Beträge, die auch nach monatelangem Hin und Her per E-Mail und mehreren Zusagen seitens Deliveroo nach wie vor nicht ausgezahlt wurden. Schicksale werden vom Geschäftsführer Felix Krobock einfach so hingenommen. Ich habe ihm im Dezember persönlich eine E-Mail geschrieben und ihm von der steigenden Krankenrate mitgeteilt. Dass Leute sich zur Arbeit zwingen, weil sie zu Hause Familie haben und es sich nicht leisten können, krank zu sein und trotz Atemwegserkrankungen und Fieber ohne gestellte Winterkleidung bis an ihre körperlichen Grenzen gehen müssen. Nur um am Ende des Monats Lohn zu bekommen, der wahrscheinlich nicht mal korrekt ausgezahlt werden wird. Ich appellierte an seine Vernunft, bat ihm nur ein Datum, wann mit einem Entgegenkommen der Geschäftsführung zu rechnen sei. Mein Schreiben blieb unbeantwortet. Felix Krobock, stellvertretend für Will Schuh, dem Gründer und Geschäftsführer in Großbritannien, hat nicht verstanden, dass man ein Unternehmen nicht nur auf einem kalten Geradeauskurs halten kann, wenn dabei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke bleiben. Ein Unternehmen ist auch immer ein Wir. Das fängt bei den einfachen Arbeitenden wie den Reinigungskräften an und hört bei den hochstudierten BWLern in der Führungsetage auf. Die einen können nicht ohne die anderen. Irgendwann hat Felix Krobock auch die letzten Arbeitnehmenden ausgenutzt, ausgebeutet und verlacht oder zumindest auslaufen lassen, weil sie es gewagt haben, sich zu organisieren. Irgendwann werden auch die letzten Freelancer verstanden haben, dass es sich bei ihrer Art der Beschäftigung um eine Scheinselbstständigkeit handelt und dafür nicht nur Deliveroo, sondern auch sie selbst belangt werden können.
Ich kann allen Mitarbeitenden von Deliveroo nur empfehlen, genau darüber nachzudenken, ob und wenn ja, wie lang sie noch auf dem sinkenden Schiff anheuern wollen. Für diejenigen, die bis zur letzten Sekunde ihrer Arbeit gegenüber loyal bleiben wollen, Felix wird mit euch nicht sein letztes Hemd teilen. Er ist als reicher Diplomatensohn binnen Augenblicken in einer neuen Führungsposition in einem anderen Unternehmen. Was bleibt, sind schon immer alleingelassene Arbeitnehmende, die mitunter nicht wissen, wie sie für den morgigen Tag Essen auf den Tisch kriegen. Shame on you, Deliveroo! Shame on you, Deliveroo! Shame on you, Deliveroo!